Hi Leute, Tobi hier. Fürs heutige Video habe ich mir mal das Thema Umweltgifte rausgepickt und wollte mal einfach fünf Punkte, so die fünf größten Einflüsse, die mir jetzt eingefallen sind, von Umweltgiften, die einfach einen sehr schädigenden Einfluss auf uns haben und die man, denke ich, recht leicht vermeiden kann oder wo man einfach die Dosis einfach runterschrauben kann und mit ein paar einfachen Tricks. Und ja, als ersten Punkt würde ich gleich mal anbringen, was für mich einfach ein Umweltgift ist. Viele erkennen es vielleicht nicht gleich als Umweltgift. Im Buddhismus wird es auch immer als Umweltgift erwähnt und es sind einfach Medien. Wenn man sich so anschaut, Fernsehen, Radio, Zeitung. Diese ganzen Sachen, die viele Leute wirklich täglich über mehrere Stunden konsumieren, habe ich einfach seit Jahren jetzt schon weggelassen. Und ich denke, das kann einfach einen sehr schädigenden Einfluss auf uns haben, wenn man sich den ganzen Tag negative Sachen anhört. In den Nachrichten sind einfach 90% schlechte Nachrichten. Immer nur Krieg, Mord, Totschlag, alles Mögliche. Das hat immer Einfluss auf unser Denken. Und es ist einfach aus der Balance. Es ist nur konzentrierte schlechte Sachen in den Zeitungen. Die andere Frage ist dann wiederum, ob es stimmt, was in den Zeitungen steht, was in den Nachrichten kommt. Weiß ich nicht. Wird einiges stimmen vielleicht, vielleicht nicht. Kann ich nicht beurteilen, möchte ich nicht. Auf jeden Fall würde ich mir nicht jeden Tag einfach mal ein paar Stunden negative Sachen anhören. Das ist völlig aus der Balance. Normalerweise hast du nie so viel schlechte Gedankeneinflüsse. Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, wie es so schön heißt. Und ja, so schaut es eben aus. Es kommen eben nur schlechte Dinge und es zieht einen einfach extrem runter. Und ich denke, man sollte nichts verdrängen. Aber das ist einfach nicht zu viel an Negativität und nur aufs Negative konzentriert. Und es hat dann auch nichts mit Verdrängen zu tun, wenn man sich sowas nicht anschaut, sondern es ist einfach nur... Man muss einfach ein bisschen schauen, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Und ja. Das ist so der erste wichtige Punkt, denke ich. Das macht, denke ich, einiges aus. Die meisten Leute werden es nicht glauben, aber macht's einfach mal. Macht's mal ein paar Wochen, probiert's mal, lasst den Fernseher aus, lest mal keine Zeitung. Radio auslassen. Man kann sich auch viel besser auf eine Sache konzentrieren dann. Es fällt einem dann viel leichter, wenn man wirklich eine Sache konzentriert macht und dabei ist. Ist viel schöner. Nach einer Zeit wird man merken, wenn man das mal ausprobiert. Ja, als zweiten Punkt, ganz großer Punkt, denke ich, ist auch einfach die verschmutzte Luft, dass man das dann meiden kann. Und zwar in Städten verschmutzte Luft an Straßen, verrauchte Räume oder Leute, die auf der Straße rauchen, dass man halt einfach schaut, wenn jemand gerade neben einem raucht, dann geht man halt ein Stück weg und atmet den Tabak auch da nicht ein. Und genauso verrauchte Räume dann halt einfach meiden, genauso wie nicht so oft in die Stadt zu gehen oder halt, ja, sich mehr in der Natur aufzuhalten einfach und dadurch wirklich viel bessere, frische Luft abzubekommen. Luft ist einfach so viel wichtiger noch als die Nahrung auch. Atmen ist das Erste, was wir machen, wenn wir auf die Welt kommen. Und atmen, ja, ist wichtiger wie die Nahrung. Und das ist auch so ein Punkt, den man einfach mal gut umsetzen kann. Einfach tief durchatmen mal. Und dadurch kommt man auch wieder viel besser in den Moment rein. Nimmt alles um sich viel besser, viel intensiver wahr. Und ist einfach ganz klar im Moment, im Jetzt. Ja. Und was man eben noch machen kann, ist einfach draußen zu schlafen oder das Fenster halt offen lassen, bei frischer Luft zu schlafen, die Luft ein bisschen zirkulieren zu lassen. Im Winter, ihr könnt ja einfach nur das Fenster kippen, Rollo runter machen, Spalt offen lassen, damit die Luft hauptsächlich ein bisschen einfach zirkuliert und damit ihr immer frische Luft abbekommt. Und ja, das ist, denke ich, einfach ein ganz einfacher, guter Tipp. Fenster offen lassen, bei frischer Luft schlafen. Ja, als dritter Punkt
ist mal Essen und Trinken. Essen und Trinken, man nimmt so viel Chemikalien, so viel konzentrierte Sachen mit der Nahrung auf, dass man einfach schaut, dass man natürliche Sachen isst, dass man versucht, Bio zu essen, regional und saisonal. Dadurch meidet man einfach, dass so viel gespritzt ist und ja. Ja, Bio sollte eigentlich, ich weiß gar nicht, warum es den Begriff gibt. Irgendwann hat man halt mal Chemikalien erfunden und alles ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Früher war es normal, da war alles Bio. Heutzutage wird man als Hippie bezeichnet, wenn man Bio kauft. Keine Ahnung, früher war alles Bio, hat man nur Hippies gehabt. Ja, ich weiß es nicht, aber ja, das ist, denke ich, sehr wichtig einfach, dass man da schaut, dass man nicht zu viel Gifte abbekommt. Genauso beim Trinken, kein Leitungswasser trinken, schauen, dass man frisches, stilles Quellwasser trinkt oder Früchte, Fruchtwasser, Melonen ist das beste Wasser, das man seinem Körper geben kann. Kokosnüsse, Kokoswasser, optimal. Leitungswasser, gut, die Werte sind in gewissen Rahmen, aber trotzdem sind Schadstoffe drinnen, haben halt wieder irgendwelche Rahmenwerte rausgesucht, trotzdem sind einfach alle möglichen Hormone, Medikamente und so weiter unter gewissen Grenzwerten im Trinkwasser enthalten, im Leitungswasser meine ich jetzt. Und ja, das einfach zu meiden. Das war der dritte Punkt. Und als vierten Punkt Elektrosmog. Und zwar Elektrosmog und Strahlung allgemein, dass man das einfach ein bisschen runterschraubt. Ich meine, wir sind heutzutage ständig von irgendwelchen Strahlungen, WLAN, elektrische Leitungen und ja. Handystrahlung, genau, eben abhängig. Dass man schaut, dass man das einfach ein bisschen runterschraubt. Beim Handy zum Beispiel, erstens könnte man Handy nachts ausschalten, wenn man es nicht benutzt, in Flugmodus schalten, damit es nicht unnötig rumstrahlt. Ja. Oder daheim eben ein analoges Telefon benutzen, wenn man daheim ist. Und einfach schaut, dass man es nicht übertreibt, nicht ständig telefonieren. Es gibt genug Studien zu Handystrahlung, wie schädlich Handystrahlung ist. Man kriegt den Gehirntumor auf der Seite, auf der man telefoniert. Nach 5 Jahren Handy telefonieren ist die Krebswahrscheinlichkeit ums Doppelte gestiegen, 50%. Und ja, dass man einfach schaut, dass man das ein bisschen meidet. Und ja, anderer wichtiger Punkt bei Strahlung ist eben elektrische Leitung und so weiter, dass man zum Beispiel, ich hatte früher immer eine Stereoanlage direkt unter meinem Bett stehen und die auch nachts manchmal an noch. Und die ganze Strahlung beeinflusst einen gerade beim Schlafen, man verbringt da 8 Stunden oder was weiß ich, je nachdem wie man lang man eben schläft. Und dass man eben an seinem Schlafplatz diese ganzen elektrischen Sachen meidet, dass man Steckerleisten verwenden kann zum Beispiel. Und ja, so kann es dann ganz leicht gemacht werden eigentlich. Mit Steckerleisten ist eigentlich, denke ich, eine super Sache, kann man einfach ausschalten. Und ja, dass man einfach gar nicht so viel elektrische Geräte meistens braucht und das Ganze ein bisschen reduziert einfach. Ja. Ja, man muss ja nicht immer einen ganz extremen Schritt gehen, sondern kann einfach halt alles ein bisschen runterschrauben, ist schon besser als vorher immer eben. Ja, und letzter Punkt ist dann einfach mal allgemein, der fünfte Punkt, Chemikalien. Es sind so viele Chemikalien in allen möglichen Sachen, T-Shirts und so weiter, Klamotten, die man trägt, dass man sich halt einfach biologisch angebaute Baumwolle und so weiter kauft und Sachen, die einfach nicht so viele Chemikalien, Farbstoffe enthalten und dass man darauf sich danach ein bisschen einfach schaut und sich danach ein bisschen richtet, dass man im Internet schaut. Klamotten sowieso. Meistens kauft man sich Sachen, die man gar nicht braucht. Gebt lieber mehr Geld für Klamotten aus und kauft euch dafür wesentlich weniger, statt 3 T-Shirts zu kaufen, die dann nach einem Monat kaputt sind, weil sie so verwaschen sind, weil die Qualität so schlecht ist. Kauft euch ein gescheites T-Shirt, das länger hält und fertig. Und Chemikalien genauso in Plastik und so weiter, dass man das einfach meidet. Beim Vitamix zum Beispiel, beim Mixern ist es oft so, dass man die dann Bisphenol A frei kriegt. Das ist eben weibliches Hormon, das dann nicht in dem Plastik drin ist. Und ansonsten auch halt einfach Plastik meiden, essen nicht mit Plastikbesteck, wenn es nicht sein muss. Klar, manchmal lässt sich dann nicht vermeiden, aber probiert halt, was ihr könnt in eurem Rahmen.
Plastik zu meiden und die ganzen Sachen, verpackte Sachen. Ja, das ist so der letzte Punkt. Das waren meine 5 Punkte eben. Ich hoffe, die Tipps haben euch ein bisschen weitergeholfen. Ihr könnt ein paar Sachen vielleicht davon umsetzen. Jo. Macht's gut, Leute. Abonniert den Kanal. Ciao.